Europa wird herausgefordert wie selten zuvor. Die gute Nachricht ist, für die europäische Vision wird an vielen Stellen gekämpft. Eine Bürgerbewegung bringt Zuversicht für die positiven Werte der europäischen Idee. Pulse of Europe. Die Bewegung wurde 2016 in Frankfurt gegründet von Daniel und Sabine Röder. Und Anlasspunkt war im Endeffekt der Brexit und Trump und etappenweise die stärker werdenden nationalistischen Bewegungen in unterschiedlichen Ländern. Die Selbstverständlichkeit eines geeinten Europas als demokratisches Friedensprojekt, das sich nach dem Mauerfall zu manifestieren schien, wird an vielen Fronten bedroht. Der Reflex der Pulse-Initiatoren darauf ist ein Gegenentwurf, reduziert und klar. Den europäischen Gedanken wieder sicht- und hörbar zu machen. Ihre Botschaft soll die Menschen dort erreichen, wo sie beim Thema Europa berührt werden müssen. Im Herzen. Unser Verständnis ist, dass gerade die Vielfalt innerhalb Europas das Zusammenleben so einzigartig macht. Und keiner hat vor, nationale oder regionale Tendenzen abzuschaffen, sondern das ist genau das, was uns ausmacht als Europäer, die gemeinsam zusammenleben. Die Idee wird zum Erfolgsmodell. Pulse erobert die Straßen zurück. In 126 Städten in 19 Ländern gab es Kundgebungen. Aus 200 wurden bis zu 3000 Teilnehmer pro Demonstration. Auch viele Prominente unterstützen die Bürgerbewegung. Sonntag bei uns in Köln um 14 Uhr, Pulse of Europe. Und das ist in dieser Krise, in der sich Europa befindet, ein absoluter Lichtblick, dass sich Menschen einfach zusammenfinden und zu sagen, wir sind für die Weiterentwicklung Europas. Wir sind keine verbohrten Nationalisten, sondern wir wollen Weltoffenheit und dazu brauchen wir Europa. Europa ist unsere Zukunft. Positiv und konstruktiv sein, das ist der Markenkern. Die Bürgerbewegung stellt sich gegen Populismus, Hetze und Aggressivität. Zu den Botschaften gehört ein freundlicher Tritt in den Hintern der Politik, Europa wieder oben auf die Agenda zu setzen. Pulse of Europe ist für etwas. Wir sagen ganz deutlich, es ist nicht die Zeit der Proteste, sondern es ist die Zeit für den Erhalt der Wertegemeinschaft einzustehen. In allen gesellschaftlichen Situationen gibt es heutzutage Tausende von Menschen, die immer gegen irgendwas sind. Dass hier endlich mal jemand für etwas ist und da auch bereit ist, das öffentlich zu äußern und dafür nach vorne zu treten, das haben wir heute super selten. Und deswegen ist es eine Aktion und eine Bewegung, die ich wahnsinnig toll finde und die unterstützenswert ist. Pulse of Europe hat kein parteipolitisches Programm. Wir haben 10 Punkte, in denen wir festschreiben, worum es uns geht. Unter anderem Aufstehen und Wählen gehen. Jeder ist verantwortlich und der Friede steht auf dem Spiel. Aktivisten sind Mut, nicht Wutbürger, mit positiver Botschaft. Dass eine solche Initiative aus der Mitte der Gesellschaft kommt und nicht irgendwie von oben organisiert, ist natürlich ganz wichtig. Das zeigt, dass unsere Zivilgesellschaft lebt. Und nur so können wir unser Grundgesetz leben. Hier geht es wirklich darum, für diese Sache auf die Straße zu gehen. Und das macht meiner Meinung nach die Bewegung auch so erfolgreich. Wo aber will Pulse langfristig hin? Bleibt es bei einem rein emotionalen Bekenntnis als Selbstzweck? Oder muss man sich politisieren, um etwas zu erreichen? Eine Bewegung, die auf Politik wirken will, muss auch konkrete politische Forderungen irgendwann stellen. Allerdings hat sich gezeigt, wenn man Menschen aus extrem unterschiedlichen politischen Vorerfahrungen und mit unterschiedlichen politischen Bekenntnissen für eine Idee zusammenbringen will, dann ist auch ein gewisses visionäres, gefühlsmäßiges, emotionales Herangehen hilfreich. Versammlungen, Fahnenschwingen und das Anstimmen der Ode an die Freude haben die Bewegung in Schwung gebracht. Was ist erforderlich, um Europa positiv voranzubringen? Die Bewegung muss sich intellektualisieren, sie muss Konferenzen organisieren, sie muss ihre Ideen dann auch mit durchdiskutierten Inhalten füllen. Das ist ganz wesentlich, um auch eine dauerhafte Ausstrahlung entwickeln zu können. Pulse of Europe ruht sich nicht auf den Erfolgen aus. Aktuell läuft die Formatsuche. Am besten wäre es, wenn sich Pulse of Europe als langfristiger Impulsgeber und Themenbeschleuniger etabliert, um die europäische Idee weiterhin kraftvoll voranzubringen.